Erwin Strittmatter, wie viele seiner Generation, verstrickt im Zweiten Weltkrieg. War er während des Dritten Reiches Anhänger der Nazi-Ideologie? Er ist eigentlich ein eher unpolitischer Mensch gewesen, der aus ganz anderen, sehr privaten und sehr banalen Gründen da so gedrängt hat, in diese militärischen Formationen reinzukommen, weil er weg von zu Hause wollte. Seine Ehe war dabei zu scheitern. Er hatte das Gefühl, er kommt da nicht zum Schreiben mit diesen beiden kleinen Kindern. Was Strittmatter Zeit seines Lebens verschweigt, dass er Mitglied einer Einheit der Ordnungspolizei war. Doch war er auch Mitglied der SS? Seine umfangreichen Recherchen dazu beschreibt Joachim Jahns in seinem neuen Buch. Unter der Überschrift Erläuterung. Es fehlt auf dieser Karte der entscheidende Beweis, dass Strittmatter in der SS war. Nämlich eine SS-Nummer. Strittmatter bewirbt sich am Anfang des Krieges bei der SS, der Wehrmacht und der Polizei. Freiwillig. Die Polizei nimmt ihn. Er ist bei Einsätzen auf dem Balkan und in Griechenland dabei. Dass er selbst aktiv an Kriegsverbrechen beteiligt war, ist für die Historiker nicht ersichtlich. Dieses Bataillon, was da in Slowenien war, hat dann diesen sogenannten Ehrennamen SS vor die Bezeichnung Polizei-Gebirgsjägerregiment Nummer 18 bekommen. Das bedeutete aber nicht, dass jemand wie Strittmatter auch persönlich Mitglied der Waffen-SS war. Strittmatter wird in der DDR Verbandsfunktionär und ab den 50er Jahren einer der bedeutendsten Schriftsteller. Er weiß, dass seine Vergangenheit seine Karriere beschädigen kann. Dass er zum Beispiel in einem Polizeibataillon war und da auf dem Balkan an der Partisanenbekämpfung beteiligt war, das wusste die Partei, also Balkan und Polizeibataillon. Und beim Schriftstellerverband war er bei der Wehrmacht und ist desertiert. Seine Bücher kann man mit dem Wissen um seine Biografie jetzt neu lesen. Kann jetzt auch die Gefühlswelten seiner literarischen Figuren besser einordnen. Denn er fürchtete während des Krieges zunehmend um sein Leben. Am Ende des ersten Wundertäterbandes, bevor Stanislaus Büttner in Griechenland desertiert, rückt Zauderer, den Strittmatter zuvor als unechten Feldwebel charakterisiert und damit eine Chance eröffnet, menschlich zu bleiben, in den Mittelpunkt der Romanhandlung. Strittmatters Werk sehen weder Joachim Jahns noch seine Leser noch die Historikerin beschädigt. Eben weil er mit seiner Biografie Stellvertreter für die Kriegsgeneration, ihre Erlebnisse und ihre Zwänge ist. Es ist möglich, darauf zu schauen, ohne Zorn und Eifer und ohne mit dem Finger auf ihn zu zeigen, sondern eher mit dem Gestus, es zu verstehen, zu versuchen, als anzuklagen. Mit seiner Kriegsvergangenheit sollte Strittmatter nie seinen Frieden machen. Vielleicht blieb ihm deshalb nur das Schweigen.